Was mich immer motiviert hat, ist Schönheit. Schönheit ist für mich ein Begriff, den ich nicht anders definieren kann, als dass er mich, alles, was schön ist, mich motiviert. Das versucht man zu, auch in neuer Art und Weise zu erreichen. Und diese Schönheit hat für mich einen politischen Aspekt. Die ist kein Genussmittel, sondern die Schönheit ist fordernd. Und ich orientiere mich an dem, was man erreichen möchte, und gebe relativ wenige Minuten vom Tag hin, um mich zu beklagen. Am Anfang war meine Sprachlichkeit beschränkter. Aber das, was ich gebaut habe, habe ich immer gewusst, was ich tue. Generell heißt das, oder allgemein gesprochen, heißt das Proportion. Und die Proportion, wenn die Idee zum Städtebau gut ist und wenn die innere Raumstruktur gut ist und wenn die innere Raumstruktur in Beziehung kommt zur äußeren und die äußere zur inneren, und diese Grenze heißt ja im Volksmund Fassade, und diese Offenheit oder die Geschlossenheit der Fassade, das Programm abbildet. Wenn das gut ist, ist die oberste Hierarchie von allen Plänen, ist die Dinge untereinander in Maßverhältnisse zu setzen. Und wenn die Maße gut sind, dann erzeugt es eben in der Seele etwas. Und das ist ja das große Geheimnis, warum das eben eine Spannung hat. Und warum das eben keine Spannung hat. Und wenn das Gebäude selbst über die Proportionen eine Stabilität bekommt, können auch kleinere Fehler auf dem Bau geschehen, weil vielleicht der Polier gerade Liebeskummer hat, ohne dass man immer alles wieder abbricht und so weiter. Also 7/8 und 5/8 haben zwei berühmte Verhältnisse in einem einfachen geometrischen Plan geben. Und diese kleinen Abweichungen bei Tausendstel habe ich dann übergangen und gesagt, ich arbeite mit Achtel, 16, 32, 64 und so weiter. Es kommt nicht aus der Musik. Bei einem Entwurf ist die Emotion auch nicht immer gleichbleibend. Wir sind ja keine Buchhalter, die einfach das so erstellen können. Und wenn die Emotion abbricht, und wieder, dann muss man, hat man, also mindestens ich habe immer weiße Flecken in meinen Entwürfen. Aber natürlich hierarchisch schon richtig. Und da muss man sich ziemlich disziplinieren und anstrengen, dass man das noch macht, weil wir können nicht irgendwo ein Fenster nicht machen, wo eins ist, oder einen Schrank weglassen und so weiter. Ein guter Mathematiker kennt weniger die Formel als die Wege zur Formel. Und das ist das auch das Geheimnis der Kunst, dass man die Wege kennen muss. Um diese Freiheit oder die Dinge, die man machen muss, dass man die macht, braucht es eine innere Anlage und es braucht einfach eine gewisse Souveränität gegenüber den Dingen, die im Alltag so wichtig sind. Weder der Josephson noch der Architekt Merkle und ich, das ist jetzt nicht wegen zum Kokett zu sein, noch
der Alberto Giacometti noch der Flaubert wählen konnten frei, was sie machten. Die Gegenwart sagt immer, was der Stoff ist, den man behandeln muss für die Gegenwart selbst wie auch für die Zukunft. Und dieses Eingebundensein in eine Gegenwart, das hält einem schon sehr jung. Positiv gesagt. Positiv gesagt, das hält einem sehr jung. Und ich bin eben aufgrund von dem nach oben Unbeschränkten, das man so gemeinhin unendlich nennt. Das ist ja mein Trost heute, dass es das Unendliche immer noch gibt. Da bin ich eben unglaublich optimistisch. Ich denke einfach, wenn ich etwas nicht fertig bringen oder eine Frage nicht beantworten kann, dann das gäbe sicher irgendwo eine Antwort, nur komme ich nicht dazu. Vielleicht kommt sie dann in 2 Jahren oder nie. Das ist offen, aber dass es da offen ist, das ist eben das sehr, sehr Beruhigende.